Jede Stadt, jeder Ort hat eine fiese, dunkle Ecke. In Köln ist es der Ebertplatz. Immer mal wird es öffentlich und richtig krass, was da los ist. Zuletzt wird da ein junger Mann erstochen. Was man jeden Tag sehen und erleben kann, das sind Drogendealer, oft Schwarzafrikaner oder Nordafrikaner. Und man fragt sich, wieso können die da offensichtlich Drogen verkaufen und werden nicht eingesperrt und nicht abgeschoben? Eine sehr gute Frage, auf die unser Reporter auch Antworten bekommen hat. Immerhin, am Ebertplatz soll es jetzt mehr Licht geben, auch Kameras und mehr Polizei. Eine Personenkontrolle, es ist Abend, gesucht wird ein Ladendieb, rote Jacke, der Ebertplatz in Köln. Auch wenn die Polizei hier öfter zu sehen ist, nach all dem, was in den vergangenen Wochen geschah, richtig eingeschüchtert ist die Szene davon nicht. Wenn die Polizei geht, kommen die Dealer zurück, klagen Anwohner. Natürlich ist die Polizei zwischendurch präsent, aber mit bei weitem nicht ausreichend. Das größte Problem ist, dass Köln wie ein Magnet geworden ist. Wir haben ja nicht nur das Problem, dass das Menschen sind hier aus Köln, sondern die kommen ja aus dem ganzen Umkreis, weil sie bewusst hier dealen oder ihre Geschäfte machen und das Gefühl haben, dass ihnen nicht viel passiert. So habe sich über Jahre eine Szene etabliert und nun ein Mord unter schwarz- und nordafrikanischen Drogendealern, eine Messerstecherei, der brutale Angriff auf Passanten. Wenn immer die Kölner Polizei als Tatverdächtige ermittelt, sie sind einschlägig bekannt, vorbestraft. Letztes Wochenende ist ja ein Familienvater oder zwei hier angegriffen worden. Der Haupttäter hatte 40 Straftaten auf dem Kerbholz. Da frage ich mich ernsthaft, warum läuft jemand frei rum, der 40 Straftaten zu verzeichnen hat? Ich verstehe das nicht und das verstehen viele nicht. Auch wenn zwei nordafrikanische Verdächtige in U-Haft sind, sind die bekannten Probleme. Einzeltaten, besonders beim Drogenhandel, gelten oft als geringfügig. Die Dealer haben nur einzelne Portionen bei sich. Größere Mengen bunkern sie an irgendwelchen Verstecken, aus denen sie sich bedienen, wenn ein Käufer kommt. Auch wenn die Polizei solche Verstecke findet. Der Nachweis, wem so ein Päckchen Marihuana gehört, ist kaum zu führen. Und noch etwas zeigt sich wie unter einem Brennglas am Ebertplatz. Obwohl die Dealer aus Nord- und Schwarzafrika kommen, ist es nicht möglich, sie abzuschieben, sagt Kölns Polizeipräsident. Selbst wenn wir abgeschlossene Asylverfahren haben, können die Dealer trotzdem nicht zurückgeschoben werden, weil sie zum Beispiel keine Pässe haben, keine Papiere haben, weil Passersatzpapiere besorgt werden müssen. Und das ist von Staat zu Staat unterschiedlich schwierig. Die Szene wird sich nicht allein mit polizeilichen Mitteln trockenlegen lassen. Ordnungspartnerschaft, Sozialarbeit, alles sei nötig, sagt Andreas Hubke, Bezirksbürgermeister. Aber wenn solche Angebote nicht helfen, muss es eben auch anders gehen. Wenn die dann nicht auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, dann haben diese Menschen genauso wie jeder andere in unserem Staat die volle Kompaktheit des Staates dann auch spüren zu bekommen. Die Bevölkerung fragt ja zu Recht, warum können diese Menschen dort immer wieder straftätig werden und werden zum Beispiel nicht in ihre Heimatländer zurückgeführt. Das sind aber Fragen, die kann weder die Polizei Köln noch die Stadt Köln lösen. Die müssen in Berlin gelöst werden. Und genau das ist ein Streitpunkt bei den Berliner Koalitionsgesprächen. In Köln werden sie also Geduld haben müssen und Zuversicht. Der große Wurf am Ebertplatz, die Umgestaltung, weniger dunkle Ecken, es wird dauern. Erstmal sollen es hellere Lampen und intensivere Polizeiarbeit richten. Diese Kontrolle zumindest, sie brachte kein Ergebnis.